So, jetzt komme ich zum Single Stick Special. Nochmal neu. Grenaden hier. Okay. Wir nehmen das Six Count Cinnavali als Grundlage für alles, was wir jetzt weitermachen werden. Das heißt, ich habe Schlag 1, Schlag 2, Schlag 3. Schlag 1, Schlag 2, Schlag 3. Wenn wir das nochmal betrachten, Schlag 1 kommt hoch, Schlag 2 tief von derselben Seite, Schlag 3 kommt jetzt von der anderen Seite hoch, im selben Winkel kommt dann Schlag 4. Schlag 5 von derselben Seite tief und Schlag 6 kommt von der anderen Seite. Das ist jetzt das Muster, das ich als Referenz nehme für meine Lücke, für meine Defense. Jetzt folgende. Auf Schlag 1 mache ich einen Inside Sweep Lock. Mein rechtes Bein ist dabei vorne. Ich gehe gleich nochmal in die Schrittarbeit. Dann nehme ich das rechte Bein zurück und gehe mit Schlag 2 mit. Das heißt, ich pariere den Schlag weiter. Dann kommt Schlag 3 von der anderen Seite und ich gehe hier in den Shoulder Block. Mein linkes Bein geht dabei nach vorne. Vom Shoulder Block wechsle ich in den Outside Sweep Block oder Outside Sweep. Dann kommt der tiefe Schlag von derselben Seite. Den pariere ich nach unten wieder mit. Und der letzte Schlag kommt jetzt von der Seite. Ich gehe rechts vor und mache einen Cross Block. Okay. So, also wenn ich zähle wie im Six Count, ist das die 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Inside Sweep. Durchparieren. Shoulder. Outside Sweep. Durchparieren. Cross. Inside Sweep. Durchparieren. Shoulder. Outside Sweep. Durchparieren. Wenn wir es nochmal etwas vereinfachen wollen, beginnt mit Stockspitze nach oben, fallen lassen, Stockspitze nach unten, Stockspitze nach oben, fallen lassen, Stockspitze unten, Stockspitze oben, fallen lassen, unten, oben, fallen lassen, unten, oben, fallen lassen, unten, oben, fallen lassen, unten, oben, fallen lassen. Okay. Got it? Good. Runde 2. Wir hatten vorhin gemacht das Umbrella Six Count Cinnavali. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vorhand hoch. Rückhand, tief, Vorhand hoch, Rückhand, Vorhand hoch. Euch ist aufgefallen, dass jetzt alle drei Angriffe von derselben Seite kommen, bevor dann nochmal drei Angriffe von der anderen Seite kommen. Und zwar habe ich einen hohen Angriff, einen tiefen Angriff und dann nochmal einen hohen Angriff. Ja, hoch, tief, hoch. Okay, nutze ich das jetzt wieder als Grundgerüst für mein Single Stick, meine Single Stick Blockarbeit, dann kann das so aussehen. Block, die 1. Pariere den Schlag
weiter und mach einen Block mit der Stockspitze nach unten. Jetzt kommen die drei Angriffe von der anderen Seite. Wechsel, zack, die Stockspitze nach oben. Pariere durch. Und aus der Position geht die Stockspitze tief in den Schulterblock. Das heißt, ich habe hier 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Eins, zwei, drei, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 und so weiter. So, was sagt der Chat? Da werden die Kommentare einfach systematisch überlesen. Welche Kommentare? Ich sehe keine Kommentare. Bei mir gab es einen Refresh und whatever. Gut, nehmt euch bitte mal zwei Stöcke. Wir gehen jetzt von Doppelstock zu Einzelstock, zu dem Block, Grill, Einzelstock gegen Doppelstock, Doppelstock, Six Count als Grundgerüst und dann wieder zurück zum Six Count. So, machen wir einmal den Six Count. Ich glaube, Schlag 1, 2, 3, 4, 5, 6. Geht der Stock unter den Arm, mach Schlag 1. Und klemme den Stock unter meiner Achsel. 2. Pariert den tiefen Schlag. 3. Jetzt halte ich den Stock hier geklemmt. Das heißt, ich muss sehr eng arbeiten. 4. 5. Und 6. 6 wird eine besondere Herausforderung. Dann kommt wieder 1. Jetzt kann ich meinen Stock wieder fassen. Mach dann Schlag 2. 3. 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, wenn das jetzt auf rechts klappt oder nicht klappt, gehen wir auf links. Das heißt, ich mache jetzt Schlag 1,
2, 3. Jetzt kommt Schlag 4. Klemm den Stock. 5, 6. Dann kommt 1. 2, 3, 4, 5, 6. Okay, also nochmal. 1, 2. Ich mach's mir für mich jetzt einfach. Ich zähle jetzt einfach die 1 auf links. Also ich habe hier 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, da haben wir es. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 und so weiter und so fort. Okay, Hausaufgabe, weiter knoten.